Wisst ihr was, worauf ich absolut gar keinen Bock habe? Die Scheiße jetzt nochmal zu machen. Ah, Gott. Ja, es ist leider. Wir müssen es nochmal neu starten. Bitte gib mir irgendeinen Spielstand, der irgendwo auf dem Weg liegt. Ich habe Gott weiß wo gespeichert. Okay, hier. Hier sind Save Points. Können wir hier noch mal? Jetzt kommen die Bastarde wieder. Noch mehr? Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir gehen als erstes da hoch, schießen als erstes die Scheiße ab. Dann kommen wir nochmal zu den Rest. Können wir später noch ausschalten. Müssen nochmal eben vorbei hier. Autschi. Okay, jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Pistolen, Munition, das ist gut. Versuchen wir mal hier ein bisschen entkommen. Wenigstens halbwegs zu meiner Safe Point. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Verdammt. Sehr schön. Jetzt können wir zu mir aus die kümmern. Schlecht. Ja, sterben sollten wir jetzt hier auch nicht. Nur nochmal Munition, die hier noch überall rumliegen müsste. Hier zum Beispiel. Pistolenmunition, naja. Die muss jetzt natürlich auch irgendwie ausschießen. Scharfschützenmunition, bevor die keine Ruhe geben. Kackdreck, Kackdreck, Kackdreck. Waren schon scheiß Gegner hier. Im letzten Versuch eigentlich nur knapp besiegt. Jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ich weiß, wo deren Schwachstelle ist, aber die musste erstmal schaffen. Oh, Kacke. Ach, verdammte Kacke. Muss das denn? Du auch noch mal? Große Güte. Ich brauche die Heilung eigentlich für was anderes. Lass uns hier mal durch. Kacke.
geben nicht Ruhe. Weia. Jetzt haben wir hierfür noch ein bisschen Munition, aber... Unangenehm. Ich könnte hier mal hoch. Können wir hier mal weiter flüchten. Ich habe nicht mehr wirklich Munition. Mir sind wir da jetzt durch. Pistolenmunition. Geben die jetzt Ruhe, die wir da unten hatten. Wahrscheinlich. Der nächste Gegner folgt so gleich. Karte der Fabrik. Modellverbesserung, Modellsoldat Jet. Habe einen Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell eingebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung, Modell Soldat Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiter wegwickeln nötig. Jetzt kommt noch schwerere von denen. Da waren das die gepanzerten. Aber die haben wir an ihrer Energie. Lüftungskanal. Oha. Nein. Hier oben eine Schuss rein, wäre auch ein bisschen katastrophal gewesen. Shit, das war knapp. Wo jetzt lang? Immer an der Wand lang. Ich meine, letztendlich, was wollte Heisenberg von uns? Soll man Miranda besiegen? Was wir im Endeffekt sowieso machen? Also, wozu denn dieser Scheiß hier? Und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan. Wieso nicht erstmal auf du seiner Seite sein und dann ihn finden? Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Rose wird er nicht kriegen, aber... Hätten ja erstmal spielen können, dass wir auf seiner Seite sind. Das kommt ja in Frage, man kann ja auch lügen. Ob das so leicht durchsieht.
Mission gibt es. Scharfschützenmunition nehme ich gern. War da nicht schon ein Schlüssel? Verdammt, hatten wir nicht. Wir haben doch schon mal so ein Tür was aufgemacht. Was? Hatte ich aber was anderes erwartet. Aber gerne. Ich würde gern kaufen. Erstmal verkaufen. Ich schätze, die ich hier gesammelt habe. Kurzer Kristall. Kristallinen Herzen. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Die Sicherstellung von Waren Munition. Hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Endlich kann man Munition kaufen. Scharfschützengewehr, das hat uns viel gebracht. Magazingrößer. Nachladegeschwindigkeit ist auch wichtig. Feuerrate. Okay. Hätte ich gern Scharfschützenmunition. Eine interessante Wahl. Und dann ein bisschen Pistolenmunition. Auf Wiedersehen. Hey, mal speichern hier. Okay. Hast du vielleicht irgendwas wie einen Schlüssel für diese Tür? Tja, Fahrstuhl. Wo fährt der hin? Das ist klar B3, aber wieder nicht runter. Was? Wait, ich habe da was gesehen. Könnte das sein, was wir brauchen? Das ist eine Ziege. Die brauchen wir gerade nicht. Was ist in B4? Ich habe das Gefühl, wir müssen hier erstmal noch ein großartig. Ich denke, wir müssen da. Wir müssen nach unten, um was zu besorgen. Die Pressfahrer ist jetzt nochmal da wieder hoch. So runtergesprungen sind. So. Okay, eine kleine Verlängerung, ein Umweg.
Ja, wir werden wohl nach unten müssen. So wenig mir das gefällt. Okay. Speicher mal der Sicherheitshalber nochmal. Ziemlich dunkel. Ich hätte gern einen Schlüssel. Nicht. Auch nicht schon wieder so einer. Na gut, wir haben auch schon schwere gehabt. Und der war jetzt einfach. Hier waren wir doch überall schon mal. Hallöchen. Warum müssen wir hier noch mal durch? Ist doch auch irgendwo der Typ sein. Helikopter-Typ. Aber gerne. Ich habe hier noch ein bisschen was für dich. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Nur davon was. Natürlich nicht. Zu hungern heißt zu leben. Sagt der Richtige. Okay, ausverkauft, das ist nicht schön. Danke für deine Treue. Stets zu Diensten. Ne, Flinte. Können wir uns doch mal kaufen. Halbautomatisch Flinte. Sieh es als Investition, Ethan. Auf Wiedersehen. Okay, ich werde aber noch mal runter. Kein Plan, was wir hier unten sollen, aber... Gibt es hier irgendwie einen Weg hinaus? Normalerweise würde ich eher nach oben gehen, um hinauszukommen, aber... Nach unten ist vielleicht auch eine Option.
Okay, hier waren wir scheinbar noch nichts. Oder doch? Da waren wir hier schon mal. Sind wir wieder ganz am Anfang zurück. Okay. Metallreste. Hoch können wir nicht. Ich irre nur ein bisschen umher hier. Mit der Frage im Kopf, wie kommen wir hier wieder raus? Aus dem Schlamassel. Ich muss, glaube ich, nicht so nur zu einer Kralle holen lassen. Schlüssel ist ja auch nicht. Merkwürdig. Ich wüsste gerne, wie wir hier rauskommen. Tja. Können wir hier irgendwas erreichen? Ich hatte mal ein paar Gegner und ein bisschen Loot. Also. Jetzt schauen wir mal hier um die Ecke. Hier waren wir überall schon. Und wozu das Backtracking hier? Bringt das uns hier gerade irgendwas? Außer dass wir vielleicht irgendwann auf den zur ungünstigsten Zeit auf den Palatyp treffen. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas bringt. Die Maschinensoldaten, die geben mir starke Wolfenstein-Feelings. Aber was wollen wir hier? Gegner.
Haben wir hier irgendwas zum Reinlegen? Aha, die Schlüsselsache. Dann können wir uns. Ah, okay, verstehe. Pferdeschlüssel. Dann mal zurück hier. Gießerei. Jetzt habe ich mir natürlich gut den Weg zugemerkt. Nicht. Natürlich kommt jetzt noch einer und stellt sich uns den Weg. Die Waffe bringt's nicht. Na doch, die bringt's. Er stolpert. Ach, scheiße. Ich habe leider noch keine panzerbrechende Munition. Daher würde ich mal die Flucht einleiten. Ich darf noch mal. Ich muss eben Gegner verpacken. Das ist gleich der nächste Gegner. Wo die Fuck? Wir haben nicht wirklich eine Option. Außer wegrennen. Duke, bring mich weg. Die verdammte Ziege. Die lassen wir nochmal stehen. Einmal speichern. Ziegenschlüssel. Ne, sind Bergschlüssel. Pferdeschlüssel. Verzeihung. Bist echt eine harte Nuss. Prototypen Modell Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Dein Modell stürmt fortwährend vorwärts, um es nur möglich zu kontrollieren, von vorne durch nichts zu beschädigen. Längst hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigene Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fahrzeit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Aha, an den Armen. Ein Arm können wir verletzen. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Ich komme vielleicht nicht in den kleinen Flur hier. Ist doch da. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Auf die Arme. Die Arme schießen. Und Minen sind auch eine gute Sache.
Oder hinten drauf schießen. So eine Methode. Oh, Kacke. Hinten auf den Arsch schießen. Ui. Keine unlösbare Aufgabe. Da fängt der Feuer. Ich kann leider nur vorwärts. Hubschrauber, Mensch. Ach, Kacke. Munition oder so. Komm, explodier. Komplexes Herz.